Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. In dem heutigen Video wollen wir mal auf das neue Keyword, auf die Schauplatzkarten und auf die interessanten Karten mit interessanten Mechaniken, die es schon gibt, ein wenig im Detail eingehen und nochmal genau zeigen, wie die ganzen Sachen dann so funktionieren. Insofern sehen wir uns in wenigen Sekunden. Bis gleich. Hallöchen, ja, normalerweise haben wir immer zu jedem Keyword und so ein eigenes Video gemacht, aber das lohnt sich nicht wirklich, weil die Sachen auch nicht so kompliziert sind und gerade das eine Keyword durchfluten ist sehr, sehr simpel, da muss man jetzt nicht ein eigenes Video machen, deswegen. Aber es gibt ein paar interessante Karten, die, wie die funktionieren, deswegen dachte ich, wir gehen einfach mal alles in Ruhe durch, auch das Keyword und dann kriegen wir das schon hin. Wir fangen einfach mal oben an, nämlich der verdächtige Saldiner ist eigentlich ein ganz normaler Kampfschrei, das ist ein Mana, 1-3er Priester. Du entdeckst einen legendären Diener und wenn euer Gegner dann die gleiche Wahl trifft wie ihr, also er rät, welchen Diener ihr gepickt habt, dann bekommt er ihn auch. Eine ganz coole Karte, weil ein Mana, denke ich, und so weiter und so fort. Aber es geht nicht darum, was die Karte macht, es geht darum, wie sie funktioniert. Und es funktioniert so, ich spiele also diese Karte als Priester, ich darf dann picken, ich wähle eine Karte aus und dann ist nicht direkt der Gegner dran und darf picken, sowas funktioniert ja nicht. Also der Gegner ist ja immer erst dran, wenn er dran ist. Also ich spiele sie, ich wähle meine Karte aus und wenn ich dann meinen Turn beende und der Gegner dann dran ist, dann darf er wählen, ob er erst eine Karte zieht und dann wählt oder ob er erst wählt und dann eine Karte zieht, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist ja aber auch eigentlich relativ egal. Klar, am Ende könnte man overdrawen und so, also es ist dann schon noch wichtig, aber das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ich spiele die Karte, ich wähle den Diener, dann ist mein Gegner dran und er wählt dann in seinem Zug am Anfang, wählt er dann das Legendary. Heißt also auch, sagen wir mal, ich habe 10 Mana, ich spiele die Karte, ich habe noch 9 Mana und ich spiele das Legendary, was ich entdeckt habe, spiele ich direkt. Dann habe ich meinem Gegner gezeigt, ich habe dieses Legendary genommen und mein Gegner weiß natürlich zu 100%, welches Legendary ich genommen habe und damit weiß, kann er ja nur richtig picken, außer er verdrückt sich. Das funktioniert also auch. Insofern, also ich bin dran, ich wähle aus und mein Gegner wählt erst aus, wenn er dran ist. Und wenn ich das Legendary schon spiele, dann weiß er also, was ich gepickt habe. Das würde also auch funktionieren. Das zu der Karte mal einmal. Dann kommen wir zu den Schauplätzen. Wie gesagt, jede Klasse kriegt einen Schauplatz. Ich habe viel zu Schauplätzen gelesen. Out of Cards hatte das hier ganz gut zusammengefasst. So ein Interview mit ich glaube, Cora Songbird heißt die. So eine Designerin vom Hearthstone-Team. Und auf jeden Fall, ja, es ist jetzt schon klar, dass Locations weiterhin kommen werden. Also wir kriegen jetzt eine Location pro Klasse, aber Locations werden bleiben und wird es öfter geben. Das ist jetzt schon klar. Es wird Locations geben, die nicht nur ein Mana kosten und die nicht drei, also es gibt vielleicht auch 5 Mana Locations, es gibt Locations mit 10 oder 5 Haltbarkeit, also auch das wird sich ändern. Und sie sagen hier, Locations werden häufiger sein als Heldenkarten, aber seltener als Waffen. Ich meine, Waffen gibt es gefühlt in jeder Erweiterung, Heldenkarten gibt es gefühlt in alle 2 Jahre. Insofern, also man kann vielleicht damit rechnen, dass in jedem Jahr so eine Erweiterung Locations bringt. Das würde ich jetzt so vielleicht so von der Häufigkeit, klingt es ungefähr so. Ja, also seltener als Waffen, aber häufiger als Heldenkarten und Locations bleiben und wert. Aber sie sind nicht immer ein Mana, 3 Haltbarkeit. Und jetzt wollte ich euch kurz zeigen, wie diese Locations aussehen. Ich habe das aus dem Video, aus dem YouTube-Video von Play Hearthstone, da habe ich mal kurz hier gestoppt. So sieht die aus. Bisschen schade, denn ich hatte gedacht, dass ich vielleicht das komplette halbe Schlachtfeld, also hier, wo die Linie ist, dass sich das quasi so färbt und man damit das Spielfeld wirklich ändert. Nein, es ist einfach nur dieser Rahmen, der einen Platz auf dem Feld wegnimmt. Also ihr könnt auch dann nur 6 Diener spielen. Also dieses Ding nimmt einen Platz auf dem Feld weg. Liegt dann hier, ihr seht die 3 Haltbarkeit. Und jetzt könnt ihr da draufklicken. Könnt dann euren Diener oder euren gegnerischen Diener wählen. Das Ding macht ja einen Schaden und einen Angriff. Das heißt, jetzt könnte man also seinen eigenen Diener picken. Dann prockt ihr diese Raserei. Das wird ja auch in dem Video so gemacht. Genau. Das heißt, man klickt da drauf, man klickt auf seinen Diener. Das Ding geht los, es hat nur noch 2 Haltbarkeit und dann schließt sich die Tür und dann könnt ihr sie nächste Runde nicht benutzen. Die Dinger haben immer eine Runde Cooldown, also ihr könnt die spielen, dann funktioniert es direkt, aber in der nächsten Runde könnt ihr es dann nicht benutzen. Dann könnt ihr es wieder benutzen, dann könnt ihr es wieder eine Runde nicht benutzen und dann könnt ihr es wieder benutzen. Also die haben immer eine Runde Cooldown.
Also ihr benutzt das Turn 1, dann geht es erst Turn 3 wieder und dann geht es erst Turn 5 wieder, wenn ihr es benutzt. Die Dinger haben immer eine Runde Cooldown, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gar nicht erwähnt. Genau, also sie sehen so aus, sie kommen so aufs Spielfeld, sie funktionieren quasi wie eine Heldenfähigkeit, auf die man draufklickt. Und sie haben dann eine Runde Cooldown, funktionieren aber in dem Turn, wo ihr sie spielt, da funktionieren sie direkt. Das ist wichtig. Ja, das hier waren ganz normale Karten. Durchfluten ist, wie gesagt, das Keyword, und das ist halt wirklich, wirklich simpel, habe ich auch in dem einen Video eigentlich schon gesagt, ihr habt die Karte auf der Hand, und wenn ihr die Karte auf der Hand habt, hier steht es auch eigentlich, dann müssen so und so viele befreundete Diener sterben, damit sie verbessert wird. Also wenn ihr die Karte auf der Hand habt und zwei Diener sterben, dann wird die Karte verbessert. Wenn da Durchfluten 5 stehen würde, dann müsst ihr die Karte auf der Hand haben und 5 Diener müssen. Es gibt mit Sicherheit irgendeine Legendary, wo 5, 6, 7, 8 Diener sterben müssen. Und dann passiert was richtig Starkes, könnte ich mir vorstellen. Ja, also, 2 Diener müssen sterben bei dieser Karte oder halt, je nachdem wie viele da stehen, wenn ihr sie auf der Hand habt, und dann wird sie verbessert. Die Karte wird dann so verbessert wie Verderben. Also sie sieht dann wirklich auch anders aus. Also wenn 2 Diener sterben, während ihr die Karte auf der Hand habt, verändert sich das Artwork, die Karte sieht dann so aus, sieht dann dauerhaft so aus. Wie bei Verderben. Bei Verderben war es ja so, du musst, wenn die Karte 4 Mana kostet, musstest du mindestens eine 5 Mana Karte spielen, dann wurde die Karte verdorben und dann sah sie ja auch dauerhaft anders aus. Genauso ist das hier. Nur müssen halt, wie gesagt, so und so viele befreundete Diener sterben, während du die Karte auf der Hand hast. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist das Langweil. Es passt zur Erweiterung. Du sammelst ja quasi so Seelen. Es ist ja dieses Totenreich, Schattenlande. Insofern, es passt schon stiltechnisch zur Erweiterung. Es ist aber natürlich sehr, sehr langweilig und finde jetzt nicht, dass das... Also, ich meine, wir hatten jetzt Handelbar, das war ganz interessant. Wir hatten jetzt Bergen, das ist mal was Neues gewesen. Insofern darf natürlich jetzt auch mal wieder eine Erweiterung dabei sein, die ein relativ standardmäßiges Keyword hat. Es müssen halt, du spielst da ganz normale Sachen, die müssen ganz normal draufgehen und dann wird halt was gebufft. Also es ist jetzt nichts Besonderes, nichts Spaßiges, finde ich, aber es ist auch völlig okay. Und zumindest passt es thematisch zur Erweiterung. Ja, das ist ja das Gleiche. Wie gesagt, jede Klasse kriegt einen. Das Ding haben wir sogar eben im Video gesehen. Und dann wäre noch eine Sache, auf die ich, hier kann man vielleicht nochmal kurz, ne, genau, also, ne, wenn dann 3 Diener sterben, hier müssen 3 Diener sterben, während du ihn auf der Hand hast, und dann sieht er so aus, er verändert also auch sein Artwork, genau. Moloch Holmes, die Karte hatten wir noch einige Fragen, also, du spielst ihn, und dann musst du 3 Hinweise entschlüsseln, und die 3 Hinweise sind, welche Karte war auf der Starthand, welche Karte hat er gerade auf der Hand, und welche Karte hat er im Deck, also, du discoverst 3-mal, du siehst 3-mal 3 Karten. Welche Karte auf der Starthand, welche Karte auf der Hand, welche Karte im Deck. Und machst du es richtig, bekommst du alle 3. Und was ich letztes Mal nicht wusste ist, was ist denn, wenn du nur 2 richtig machst? Bekommst du dann auch 2 Karten? Das weiß ich jetzt, das ist nicht so. Ihr müsst alles richtig machen. Wenn ihr alles richtig macht, bekommt ihr alles. Wenn ihr 2 richtig macht, bekommt ihr nichts. Wenn du 1 richtig machst, bekommst du nichts. Und wenn du gar nichts richtig machst, dann bist du doof. Ja, also... alles oder nichts, du spielst die Karte, du musst alle 3 richtig machen und dann bekommst du. Das finde ich richtig cool, weil alle 3 richtig machen, Starthand, Hand und Deck, das ist schwierig, da kann man locker daneben greifen. Ist eine spaßige Geschichte, ist quasi so eine Art Minispiel im Spiel, finde ich richtig cool. Und wie gesagt, das ist High Risk, High Reward, finde ich auch nett. Und auch hier wollte ich euch kurz zeigen, wie das aussieht. Habe ich auch das Video gestoppt hier. Ja, es wurde also gerade Moloch Holmes gespielt und ihr seht, Clue 1, also Hinweis Nummer 1, Which card was in your opponent's starting hand? Welche Karte war in der gegnerischen Starthand? Jetzt muss ich also als erstes raten, welche der 3 Karten hat mein Gegner wohl auf der Hand behalten? Wenn es jetzt ein Piratenvorri wäre, also sagen wir mal, ich würde gegen einen Piratenvorri spielen, würde ich jetzt davon ausgehen, okay, es war wahrscheinlich der Obsidian-Schmied, weil gute Karte on Curve Turn 2 ist am wahrscheinlichsten. Aber ganz ehrlich, es könnte ja genauso gut auch der Brawl gewesen sein. Oder er hat halt Pech gehabt und er hat den Trenchstalker auf die Hand bekommen. Wer weiß es schon. Insofern, da sieht man schon, dass es echt locker in die Hose gehen kann. Aber ja, das ist Nummer 1. Also welche Karte war in der Starthand? Ich würde jetzt Obsidian-Schmied nehmen. Dann kommt Nummer 2. Welche Karte hat er gerade auf der Hand? Und Nummer 3. Welche Karte ist im Deck? Und wenn du das 3-mal machst und du hast alle 3 richtig, bekommst du 3 Karten. Eine Information noch, die nicht oft vorkommen wird, aber hin und wieder vielleicht schon. Was ist, wenn der Gegner keine Karten auf der Hand hat? Oder was ist, wenn das Deck leer ist? Dann kannst du halt nur 2 beantworten und du musst halt die 2 richtig machen. Also sagen wir mal, du spielst also Moloch Holmes, der Gegner hat kein Deck mehr, weil die Karten leer sind. Dann musst du halt beantworten, welche Karte war auf der Starthand, welche Karte hat er gerade auf der Hand. Und die Deckfrage gibt es dann halt nicht mehr. Wenn du die beiden aber richtig machst, bekommst du die beiden Karten.
Hat er wirklich keine Karten auf der Hand und hat er wirklich keine Karten im Deck? Da musst du halt nur die Frage beantworten, welche Karte war auf der Starthand. Die Frage beantwortest du, dann bekommst du die eine Karte. Also wenn irgendwas nicht geht, dann musst du die Frage auch nicht beantworten und bekommst dann halt nur die eine oder halt die zwei Karten. Eine Karte ist jetzt wirklich unwahrscheinlich, das wird ganz, ganz selten passieren. Ja, finde ich eine super coole Karte und auch hier, das ist das, was da kommt, hier mit den Fragen. Das hat, wie gesagt, wirklich so was von einer Art Minispiel im Spiel. Ja, ich glaube, damit haben wir alle Fragen zu Keyword oder Dingskarten hier, den Schauplatzkarten oder interessanten Karten erstmal geklärt. Morgen Abend kommt der Card Reveal, startet der Card Reveal direkt mit einem großen YouTube-Video. Wir werden wahrscheinlich relativ viele Karten morgen bekommen, die wir dann natürlich über das Wochenende, beziehungsweise ich bin Samstag auf einer Hochzeit. Mal gucken, ob ich dann vorher ein, zwei Videos noch schaffe. Ich gucke da, wie ich das hinbekomme. Auf jeden Fall werden wir dann so ab Freitag irgendwie in die größere Kartenbesprechungs-Season einsteigen. Bleibt also gesund. Wir sehen uns jetzt auf Twitch die nächsten ein, zwei Tage, wenn ihr wollt. Oder natürlich hier auf YouTube. Auch die nächsten Wochen. Bleibt gesund, bleibt friedlich und bis dann. Ciao. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und bis dann, Freunde.